Patienten haben oft die Möglichkeit zu wählen zwischen einer Wurzelbehandlung oder den Zahn gleich entfernen zu lassen und durch ein modernes Implantat zu ersetzen. Was ist Ihrer Meinung nach besser? Ja, Ihre Frage kann man sozusagen zusammenfassend wie folgt beantworten. Endodontisch behandelte Zähne rufen typische Reaktionen auf ihre direkte Umgebung hervor. Um diese Zähne herum sehen wir oft Anzeichen einer Osteolyse, da wird der Knochen also aufgelöst. Oder wir können dann im weiteren Verlauf eine reaktive Hypermineralisierung um diese Zähne und um die Osteolyse herum beobachten. Also das ist der Zahn, dann kommt die Osteolyse und dann darum mauert der Körper das Problem ein. Im schlimmsten Fall kann diese Einmauerung den Zustand der Ankylose erreichen. Bei der Ankylose, das ist also ein unphysiologischer Zustand, da gehen wir davon aus, dass eben der Zahn, der ja, oder das Dentin, welches ja eine besondere Art des Knochens darstellt, also ontogenetisch von der Entstehung her, ist das Dentin fast das gleiche wie der Knochen. Und die können also miteinander verbacken, aber das ist kein physiologischer Zustand, weil es fehlt ja dazwischen drin die Blutversorgung. In jedem Fall stellen nekrotische Zähne, also nekrotische Wurzeln, durch den andauernden Toxinausstoß eine permanente Belastung und Gefahr für unsere Gesundheit dar. So möchte ich das jetzt mal vorab zusammenfassen und ich gehe jetzt dann im Detail noch darauf ein und zeige eben auch Beispiele, wie man das erkennen kann, wie auch der normale Zahnarzt erkennen kann, dass hier Toxine im Spiel sind und dass der Patient in Gefahr ist. Wurzelkanalinfektionen sind ja eine Pathologie, das ist also etwas Krankhaftes, das ist also etwas nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite erzeugen Wurzelkanalbehandlungen auch sehr viele Pathologien. Das heißt, im Prinzip ist eine Wurzelkanalbehandlung, ja, die verdient gar nicht den Wort Behandlung, sondern es wird etwas gemacht, was nachher nur zu einem anderen Problem führt. Und insofern muss man sich schon fragen, ob es überhaupt Sinn macht, Wurzelbehandlungen heute noch durchzuführen. Es ist ja nicht normal in der Medizin, eine Erkrankung zu behandeln, indem man eine andere Krankheit erzeugt. Ja, natürlich hat alles, was man tut, so Nebenwirkungen. Aber wenn im Prinzip wie auf dem Gebiet der Wurzelkanalbehandlungen ja wirklich dann schwere Schäden erzeugt werden, dann macht natürlich die Behandlung keinen Sinn. Ich möchte das insofern einschränken, als dass ja in der Vergangenheit, also die Wurzelkanalbehandlungen wurden ja vor 100 Jahren wahrscheinlich schon erfunden, dass in der Vergangenheit machte es noch eher Sinn, Zähne zu erhalten mit Wurzelkanalbehandlungen, weil es gar keine andere Alternative gab. Es gab ja keine Implantate und vor allem gab es nicht Implantate, die man sofort einsetzen kann, nachdem man die Zähne gezogen hat und die dann auch ja, so gebaut sind, dass man sofort die Kronen und Brücken drauf machen kann. Das heißt, diese Art der Sofortbehandlung, der Sofortimplantologie gab es sowieso nicht. Es gab die Methode gibt auch die Methode der Osseointegration natürlich noch, die aber außerordentlich ja, umständlich funktioniert. Da muss oft Knochen aufgebaut werden, sehr viele Einheilzeiten sind da notwendig. Aber natürlich ist es gar nicht nötig zu osseointegrieren. Es geht heute viel besser und insofern braucht es eigentlich heute auch keine Wurzelbehandlungen mehr. Es ist dann oft kommen ja noch ästhetische Fragen dazu. Wollen die Patienten den Zahn wirklich gezogen haben, ja oder nein? Dann muss man sich ja auch die Frage stellen, ja, wie viele Wurzelbehandlungen sind denn da wohl nötig aktuell oder bald? Und da wird man dann ja, bei der Beantwortung dieser Fragen sicher sehr schnell draufkommen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, diese Zähne noch zu behandeln. Vor allem dann nicht, wenn man, wie man heute weiß, da Pathologien erzeugt, also Krankheiten erzeugt. Hier zeige ich Ihnen ein Bild, das ist aus einer deutschen Fachzeitschrift entnommen. Da sehen Sie den Wurzelkanal eines oberen Molaren. Das sind genau genommen viele Wurzelkanäle. Ich vermag hier also 5 Hauptkanäle zu erkennen und Seitenkanäle. Und ich möchte noch dazu ergänzen, dass natürlich die eigentlichen Seitenkanäle, ja, die Tausenden von kleinen Seitenkanäle hier überhaupt nicht auf dem Bild drauf sind. Das lässt sich gar nicht so darstellen. Wenn ein Zahnarzt bei so einem oberen Molaren schon mal 4 Wurzeln findet, ja, das also ist ja schon das Höchste des Höchsten, aber dass er das alles finden würde und behandeln könnte, das ist ganz unmöglich. Selbst mit den ausgefeiltesten endodontischen Behandlungen können tausende kleine Verästelungen des Kanals nicht erreicht werden. In diesen Verzweigungen, genau dort eben, bleibt nekrotisches Gewebe für immer bestehen. Es entstehen dann eben Giftstoffe, die einerseits in den Blutkreislauf gelangen und andererseits lokale Veränderungen des Knochens hervorrufen. Das heißt, auf den Röntgenbildern, und da zeige ich Ihnen gleich Beispiele, sind die Veränderungen des Knochens sehr gut zu erkennen, sofern man weiß natürlich, wonach man zu suchen hat. Wenn wir also diese lokalen Veränderungen auf dem Röntgenbild sehen, dann können wir sicher sein, dass die Giftstoffe vorhanden sind und dass sie sich auch über die Blutbahn ausbreiten. Auch da zeige ich Ihnen gleich Beispiele und Indizien, wie Sie sicher sein können, dass das auch in das Blut geht und nicht nur in den Knochen. In diesem Bild sehen Sie einen teilweise nekrotischen Fuß. Da sind also Teile
der Weichgewebe abgestorben und natürlich muss dieser Teil des Fußes resiziert werden, der muss also entfernt werden. Das ist also normal in der Medizin, dass wenn solche Probleme auftreten, auch nach schweren Unterkühlungen oder ja, wenn sich da Infektionen ausbreiten, die man nicht in den Griff gekriegt hat, dann wird dieser Teil des Körpers entfernt, also resiziert. Das heißt, es ist ganz normal in der Medizin, dass man abgestorbene Körperteile entfernt. Ulkigerweise macht man das in der Zahnmedizin nicht. Die Zahnärzte haben da anscheinend noch nicht davon gehört. Und natürlich lernen sie auch genau das Gegenteil in der Endodontie, also in den Universitäten, die da eine aus meiner Sicht ziemlich unsinnige Methode der Behandlung heute noch lehren. Ja, wir sind im Jahr 2024, es wird immer noch gemacht. Die erhalten eben solche nekrotischen Anteile. Das ist im Grunde bei den Zähnen sehr ähnliches wie bei solchen nekrotischen Extremitäten, sehen Sie hier. Da sehen Sie im unteren Teil der Zahnwurzeln hat die Wurzel noch ziemlich genau die Originalfarbe, sie ist also gelblich-weißlich, während im oberen Teil, dort wo der Luftsauerstoff hingekommen ist, schon eine deutliche Nekrose aufgetreten ist. Dieser Zahn ist also voll mit Toxinen und mit abgestorbenem Gewebe und ja, wenn man den nicht rausgezogen hätte, also ich habe den gezogen, diese beiden Zähne gezogen, ja, dann wäre das heute noch so, dann würde sich das weiterhin eben im Organismus dieses Patienten ausbreiten. Ich denke, das ist ein schockierendes Bild. Natürlich sehen nicht alle wurzelbehandelten Zähne so schlecht aus wie diese beiden Zähne. Kommen, aber das heißt ja nicht, dass die Nekrose nicht auftritt. Natürlich ist das Gewebe auch bei all diesen wurzelbehandelten Zähnen abgestorben und natürlich kann es auch nicht entfernt werden. Wir kriegen die also gar nicht sauber, die Zähne. Das ist eine Illusion. Ja, was macht der Knochen? Darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Dieses Bild habe ich von einem Professorkollegen aus München erhalten. Dort sehen Sie auf dem Bild rechts eine Kieferhöhle und auf dem Bild links auch eine Kieferhöhle. Die linke Kieferhöhle ist völlig frei von Inhalt. Also man kann sagen, eine gesunde Kieferhöhle. Auf der rechten Kieferhöhle sehen Sie Veränderung. Man sieht, dass diese Kieferhöhle gefüllt ist und zwar mit Granulationsgewebe vermutlich. Und was Sie aber auch noch sehen, ist, dass die Wand der Kieferhöhle, das heißt diese Begrenzung um die Kieferhöhle herum, viel, viel dickeren Knochen hat als auf der anderen Seite. Wenn Sie jetzt also das vergleichen, dann muss man sagen, dass diese, oder kann man feststellen, dass diese jahrelange chronische Entzündung, die sich in dieser Kieferhöhle befindet, dazu geführt hat, dass der Knochen als Abwehrreaktion sich verdickt hat und dass er sich höher mineralisiert hat. Also das ist die typische Antwort des Knochens auf so eine chronische Infektion. Ja, bedenken Sie, dass ja auch innerhalb der Kieferhöhle die sogenannte schneidische Membran ist. Die hat ja Periostfunktion, aber trotzdem kann sie den Knochen nicht komplett schützen. Der Knochen muss sich selber schützen, das weiß der Knochen erstaunlicherweise auch und er verdickt sich dann. Das ist also ein Beispiel, wie es aussieht oder wie die Unterschiede aussehen, nachdem dort 10 oder 15 Jahre eine andauernde chronische Infektion in der Kieferhöhle drin war. Auf dem nächsten Bild sehen Sie auch Kieferhöhlen, und zwar auf der linken Seite des Bildes sehen Sie eine chronisch entzündete Kieferhöhle. Da ist also eine Granulation in dem vorderen Bereich und Sie sehen auf dem Bild, dass genau in diesem vorderen Bereich auch eine Verdickung des Knochens stattgefunden hat. Sie sehen diese Verdickung des Knochens auch zwischen der Kieferhöhle und also auf der Nasenseite der Kieferhöhle. Dort ist der Knochen auch viel dicker als auf der gegenüberliegenden Seite. Und wenn Sie nun die rechte Kieferhöhle anschauen, die ja komplett verschattet ist, offensichtlich, dann sehen Sie überhaupt keine Knochenveränderung. Das bedeutet, dass Sie auf der linken Seite des Bildes eine chronische Veränderung sehen, die da auch schon viele Jahre sein muss, 5 oder 10 Jahre, während Sie auf der rechten Seite mutmaßlich eine akut entzündete Kieferhöhle vor sich haben. Das heißt, hier gab es keine Knochenveränderung, die dauern eben Jahre, bis sie sichtbar werden, sondern da ist einfach zufällig aktuell eine Kieferhöhlenentzündung aufgetreten und aus diesem Grund wurde das Bild dann wahrscheinlich auch gemacht. Das, was Sie links sehen, ist eher ein Zufallsbefund. Da ist ja die Kieferhöhle an sich noch teilweise belüftet, aber dieser enorme Blutangriff aus diesem Granulationsgewebe führt dann dazu, dass der Knochen sich eben mit höherer Mineralisation gegen seine eigene Auflösung wehren muss. Als Beispiel eines Zahnes, der wurzelbehandelt wurde, zeige ich Ihnen hier als erstes einen unteren Molaren. Das ist also nicht der gleiche wie auf dem Bild eben, sondern ein anderer Zahn. Und dort sehen Sie, dass auf der hinteren Wurzel, das ist also die linke Wurzel, eine Osteolyse sich gebildet hat und dass um die vordere Wurzel herum eine Hyperzementose gebildet wurde. Da sehen Sie also diese beiden typischen möglichen Abwehrreaktionen, die der Organismus hat, auf einem einzigen Bild. Und Sie sehen auch, wenn Sie sich das Hyperzementose anschauen, dass die Wurzel, Sie sehen ja die Grenze zwischen der Wurzel und der Hyperzementose und um die Wurzel herum sehen Sie eine schwarze Linie und das ist natürlich das Desmodont. Das heißt, die Blutversorgung oder der Blutfluss ist also durch die Hyperzementose nicht
beeinträchtigt. Ich zeige Ihnen das mal hier mit dem Pfeil. Sehen Sie, diese Linie hier zeigt an, dass das Desmodont insoweit noch in Ordnung ist, aber die Hyperzementose, die Sie hier sehen, hat sich trotzdem ereignet. Und wir wissen aus Erfahrung, dass diese Hyperzementosen, wenn sie im Knochen auftreten, dass das Reaktionen sind des Knochens auf chronische Entzündungen oder chronische Noxen, wie wir sagen. Hier sehen Sie das Gleiche an einer Brücke im Oberkiefer. Dort die Infektion, da sehen Sie also die Knochenauflösung. Und in diesem Fall hat sich diese Abgrenzungsreaktion, Sie sehen hier diese weiße Linie, das ist eine Hyperzementose, die hat sich nicht direkt am Zahn ereignet, sondern sie geht eben um diese Granulation herum. Eventuell ist es auch eine Zyste. Auf jeden Fall grenzt sich der Knochen hier wieder ab. Der Knochen grenzt sozusagen das Problem aus. Mit dieser Hyperzementose oder dieser weißen Linie ist das Problem dann für den Knochen erledigt. Aber für den Organismus ist das Problem nicht erledigt, weil der Organismus ist ja weiterhin über das Desmodont, das heißt über diese Gefäße, die hier verlaufen und die auch da verlaufen, mit dem Gesamtorganismus verbunden. Das heißt, natürlich werden die Toxine weiterhin ausgeschüttet. Auf dem gleichen Bild zufällig sehen Sie eine massive Hyperzementose hier und auch zwischen dieser Hyperzementose und der Wurzel selber sehen Sie diese schwarze Linie. Sogar der Parodontalspalt ist erweitert, ist in dem Sinn ja kein Parodontium mehr. Und über diese schwarze Linie, das heißt über die Blutgefäße, die hier verlaufen, wird weiterhin Toxin in den Gesamtorganismus ausgeschüttet, auch wenn der Knochen selber sich, wie Sie hier sehen, dagegen erfolgreich gewehrt hat. Also für den Knochen ist das Problem erledigt, aber für den Gesamtorganismus ist das Problem nicht erledigt. Ein weiteres Beispiel hier, ein sehr ähnliches Beispiel, da sehen Sie auch eine Wurzelbehandlung, die ist etwas unvollständig hier unten und auch hier unten eine unvollständige Wurzelbehandlung. Und dort sehen Sie Anzeichen der Entzündung, das ist also eine Demineralisierung aufgrund des massiven Blutzutritts und drumherum sehen Sie die Hyperzementose, die das Problem jedenfalls aus Sicht des Knochens ausgrenzen kann oder eingrenzen kann, also sozusagen eine Verbarrikadierung. Diese Verbarrikadierung funktioniert natürlich nicht für die Toxine, weil die, wie gesagt, über diesen Desmodontalspalt weiterhin in den Organismus einfließen können. Hier sehen Sie, dass diese massiven Hypermineralisierungen auch entlang der weiter oben liegenden Anteile der Wurzel, also in Richtung auf die Erste Kortikalis, zu sehen sind. Sie sehen das auch hier auf der Innenseite. Es ist also nicht immer so, dass sich die Hyperzementose hier nur um den Apex herum oder so wie hier eben um den Apex herum ereignet, sondern oft sind die Zähne auch eben komplett von der Hyperzementose eingekleidet. Und wir können dann auch oft von einer Ankylose sprechen, aber das ist natürlich kein gutes Zeichen. Es ist ein Zeichen für eine erhebliche Gefahr, die sich aus dieser Situation ergibt. Meine Empfehlung ist daher, dass Sie eher eben auf Wurzelbehandlungen verzichten. Lassen Sie Zähne, die eine Wurzelbehandlung brauchen, eher entfernen. Ersetzen Sie die Zähne nur durch Implantate mit polierter Oberfläche, denn das hatte ich ja schon oft erläutert in diesem Podcast. Implantate mit rauer Oberfläche erzeugen Periimplantitis und natürlich will man sozusagen nicht das eine Problem durch ein anderes Problem ersetzen, sondern möchte ja die Probleme loswerden. Das heißt, ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, polierte Implantatoberflächen zu wählen oder Ihren Zahnarzt anzuweisen, nur solche Implantate zu verwenden. Ja, oft kommt dann die Frage, ist das nicht zu teuer? Meine Antwort ist eigentlich nicht, denn wenn Sie eine Wurzelbehandlung vernünftig machen lassen wollen, kostet das ja auch Geld und die Entfernung des Zahnes und das Setzen eines Implantats ist sicher die preiswertere Lösung. Mindestens ist sie kostengleich. Bedenken Sie, dass der Arbeitsaufwand für den Zahnarzt und das Team im Rahmen der Wurzelbehandlung natürlich sehr hoch ist. Das heißt, ja, oft dauert es eine halbe Stunde oder eine Stunde und Sie müssen diese Stunde natürlich bezahlen, wohingegen die Entfernung des Zahnes ja in 10 Minuten meistens gemacht ist oder noch schneller. Und das Implantat ist dann in weiteren 3, 4, 5 Minuten eingesetzt. Das heißt, der Zahnarzt spart eigentlich viel Zeit. Und man sieht auch, dass die Kosten sich angleichen. Das heißt, fast in allen Ländern gehen die Kosten für die Wurzelbehandlung andauernd weiter hoch, während die Kosten für das Einsetzen von Implantaten andauernd weiter runtergehen. Also insofern sind Sie da in einer glücklichen Situation, dass Sie heute, wenn Sie einen entsprechenden Zahnarzt suchen, der das kann, Ihnen den Zahn entfernen wird und zu den gleichen Kosten dann das Implantat einsetzen, also gleiche Kosten, wie die Wurzelbehandlung gekostet hätte. Denken Sie bitte, dass wenn Sie einen wurzelbehandelten Zahn sozusagen retten wollen, auf Dauer retten wollen, dann müssen Sie ihn schon auch überkronen, denn der wird ja spröde innen und der wird Ihnen irgendwann zerbrechen. Das heißt, wenn Sie da keine Krone drauf machen, dann nützt die ganze Mühe nichts. Das heißt, die Kosten für die Krone haben Sie auf jeden Fall. Und wenn Sie die Kosten für die Krone einsetzen, um die Krone auf dem Implantat machen zu lassen, dann ist das natürlich unter finanziellen Gesichtspunkten, auch unter Haltbarkeitsgesichtspunkten, die bessere Lösung. Und Sie umgehen natürlich auch den toxischen Angriff, also den Giftangriff auf Ihren Organismus, wie er eben passieren kann, wenn Sie wurzelbehandelte Zähne im Kieferknochen lassen. Es ist natürlich schade, dass man diesen Angriff nicht so einfach sieht. Der Laie sieht das nicht. Die Patienten haben oft kein
Verständnis dafür oder können sich das nicht vorstellen. Deswegen habe ich Ihnen mal einige Röntgenbilder hier rausgesucht und ich habe Ihnen das erläutert. Ich rate Ihnen, zeigen Sie diesen Film Ihrem Zahnarzt. Schauen Sie, was er dazu sagt oder wie er ja, sich dafür rechtfertigt, dass er immer noch Wurzelbehandlungen macht. Es gibt genug Zahnärzte, die das heute nicht mehr machen. Also ich mache das natürlich auch nie, die das nicht mehr machen und die eben als Alternative Implantate anbieten. Und diese Alternative ist, wenn Sie es privat zahlen müssen, gar nicht mal teurer als eine Wurzelbehandlung mit Krone. Bitte bedenken Sie eben, dass auch wenn Wurzelbehandlungen immer noch an den Universitäten gelehrt werden, heißt es noch lange nicht, dass man es das auch machen soll. Es muss eben im Einzelfall geprüft werden, ob der betroffene Patient die damit verbundene Belastung des Organismus aushalten kann. Wie man das dann prüfen will, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich rate Ihnen eher darauf zu verzichten.